So, damit sind wir bei der vorletzten Aufgabe, nämlich Tanze auf der Spitze des Mount H7, des Mount F8 und des Mount K1, Kappa. So, dazu gehen wir erstmal. Ich bin gerade überlegen, ob ich Solo-Modus machen. Ich glaube, wir machen das im Solo-Modus. Ich zeige euch einfach auf der Map, wo die Punkte sind und werde dann mit der Community zusammen einfach jeden Berg einzeln anfliegen. Aber bevor wir damit anfangen, beziehungsweise wir dann in der Runde drin sind, kleine Info, wer Bock hat, einen legendären Skin zu gewinnen, wer hat keine Lust darauf, gut, dann einfach ein Abo da lassen, gern das Video dann unten angucken in der Videobeschreibung, weil darum geht es eigentlich, nämlich die Skin-Verlosung. Wie gesagt, ihr müsst da eine Kleinigkeit machen, aber es ist nichts Weltbewegendes, kennt ihr eigentlich schon von anderen YouTubern, also in dem Sinne bleibt da ganz entspannt. Das Ganze kommt aber auch noch oben rechts in der Infobox und ganz am Ende vom Video auch noch einmal. Also wie gesagt, wenn du Bock hast, einen Skin zu gewinnen, einfach Abo da lassen, unten in die Videobeschreibung gucken, Video angucken und Abfahrt. So, und wie gesagt, wenn du mich schon öfters gesehen hast, ich dir schon öfters helfen konnte, gern ein Like da lassen, Abo da lassen und in dem Sinne werden wir uns dann wahrscheinlich ein wenig öfters sehen. Denn eigentlich kommt bei mir täglich inzwischen ein Livestream, außer an dem Tag, wo die Aufgaben rauskommen oder ich aber mit der Familie ein bisschen beschäftigt bin. So, wo müssen wir hin? Genau, erstmal hier auf den Berg, dann müssen wir nochmal hier auf den Berg und wir müssen dort auf den Berg. Also im Prinzip einfach nur auf die Berge besuchen, logischerweise immer da, wo der höchste Punkt ist, aber wir fliegen jetzt direkt schon hin. Ich hoffe nur, dass hier nicht direkt wieder einer mit uns fliegt, weil wir kennen das Problem ja schon. Ganz entspannt bleiben. Ich hoffe jetzt halt nur nicht, dass da irgendeiner mit landet. Wie gesagt, ihr seht hier schon da die Spitze, dann seht ihr da die Spitze und da hinten die Spitze. Das sind halt genau die drei Berge. Ich bin halt gerade am überlegen, ob wir nicht darüber laufen können, ob das funktioniert oder nicht. Sicher bin ich mir da nämlich jetzt nicht. Aber eigentlich ist das Ziel ja nur zu tanzen. So, erstmal nochmal danke fürs Emote. So, wir düsen hier durch. Hoffen einfach mal, dass hier keiner ist. Dann kann ich mir noch gleichzeitig meine Aufgabe ein bisschen weiter ausbauen. Oh Gott, wie sie läuft. Irgendwie läuft die ein bisschen komisch, oder meinst du das nur? Aber wie gesagt, der Berg noch und der Berg hier. Da müssen wir halt hin. Und wie gesagt, wenn ich dir damit helfen konnte, gern ein Abo da lassen, kostet euch ja nichts. So, wie komme ich denn jetzt da hoch? Am besten wäre fliegen, ne? Oh, eine mythische Kiste. Ich glaub's ja nicht. Und pass auf, gleich mache ich das nächste Video darüber, dann finde ich sie nicht. Ich habe nämlich bis jetzt in keiner einzigen Runde eine gefunden. Jetzt werde ich natürlich eine finden. Das war ja wieder klar. Weil wie ihr seht, war die erste von 5. Und das hier ist jetzt schon das 9. Video, was ich aufnehme. Auch Gruppenkeile und nicht eine Kiste gefunden. Man kennt's. So, dann sind wir gleich schon auf dem Berg. Oh, warum ruft der mich denn jetzt an? So. Und ab zur Fahne, Mount Everest, wir haben dich gefunden. So, jetzt irgendwie auf den Berg kommen, aber ich glaube, das wird nichts. Auf ganz entspannt. Aber ich werde es trotzdem probieren in der einen Runde, das wäre natürlich richtig nice. Weil rein theoretisch muss ich jetzt nur einmal komplett runter und einmal komplett wieder hoch. Nur. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir das nicht in einer Runde schaffen. Also zumindest mal nicht in einer Solo-Runde. In Gruppenkeile eher sogar noch weniger. Ich dachte echt, wir brauchen 2, 3 Versuche. Aber noch sind wir ja nicht da. Vor allem der Loot ist eigentlich auch nicht gerade der beste, den ich mir so ausgesucht habe. Einmal rüberlaufen. Weil ohne Quatsch, habt ihr es in einer Runde hingekriegt oder habt ihr es wahrscheinlich auch in 2, 3? Weil mein Grundplan war halt wirklich 3 Solo-Runden.
Jeweils einmal landen, Abfahrt. So. Gut ist schon mal, dass wir keine Gegner sehen. Ja, die Lags sind echt, egal in welchem Modus heute, die Lags sind einfach zu heftig. Ne, da hol ich doch lieber erstmal auf Nummer sicher gehen. So, jetzt müssen wir nur noch diesen ganz kleinen Wanderweg hochrennen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Das Geile ist natürlich alles in einer Zone. Aber ich denke mal nicht, dass hier irgendeiner ist, der rumrennt. Ist keiner so bekloppt wie ich, der nur für euch hier 10-mal hoch runter rennt. Berg- und Talbahn. Vor allem, ich hoffe, da ist auch das Ziel. So. Warte mal, kann ich mich nicht hier hoch? Hallo, einmal oben. So, jetzt sind wir gleich endlich an der Spitze angekommen. Und das Lustige, wenn ich die Aufgabe gemacht habe, haben wir eigentlich noch Zeit, die Sniper-Aufgaben zu machen. Aber was habe ich wieder gemacht? Sniper weggelegt. So, hier müsste doch eigentlich die höchste Stelle sein, richtig? Aha, ganz easy. Also, ihr habt es gesehen: einmal hier auf dem Berg, ich zeige es nochmal auf der Map, einmal hier, einmal wie gesagt da drüben und einmal die Spitze da. Einmal da, einmal da und einmal hier. So. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Vor allem das Lustige ist, wie viele schon sterben, bevor die erste Zone zu ist. Das ist echt schon abnormal, ne? Dann kommen wir jetzt schon Level 308. Da hinten ist noch ein Lama. Lama. So, Mikael, du hast es schon mal geschafft ins Video. Gruß geht raus. Erstmal danke für dein Abo. So, bitte, hier ist kein Gegner. Bitte, hier ist kein Gegner. Dann habe ich wenigstens schon mal zwei Kisten. Weil Lama zählt doch, ne? Ja, das ist mir gerade egal. Zack. Ich spring da drüber, keine Bugs, kein nix. Einfach durchziehen, Lama öffnen, Feierabend. Aber wie gesagt, mit den Kisten, da komme ich gleich noch zu, beziehungsweise im nächsten Video, was dann kommt. Es gibt da eigentlich einen ganz simplen Trick, wie ihr das Ganze schaffen könnt. Und zack. Mach jetzt keinen Blödsinn. Ich wollte gerade sagen. Ich habe schon gedacht, die Aufgabe wäre fertig. Aber kann sie ja noch nicht sein. Ich habe ja erst 2 von 5. So, aber gleich haben wir auch schon den Skin dann bekommen. Ich glaube, die werde ich auch noch zeigen im Video, wenn ich mich einfach selbst umbringe. Aber hier sieht man erstmal gar keinen. Aber wir können eigentlich dann noch in der Zeit gerade gucken. Vielleicht finden wir ja noch ein, zwei Kisten. Dann hätte ich die Aufgabe nämlich auch schon fast fertig. Und dann war es doch schon wieder mit Mission. Ich sage ja im Prinzip, man spielt einen Abend ein bisschen Fortnite und schon hat man alle Missionen gemacht. Eine Mission. Ich dachte. Ich habe jetzt echt gedacht, das wäre eine Dingskiste. Aber zu früh gefreut. Ist das die Kältebox oder? Nein! Das war es ja an der Stelle komplett. Eigentlich müsste ich das Video hier nehmen und umbenennen. Also das ist ja wohl der Hammer. Ein Lama, zwei mythische Kisten. Also, das war es ja an der Stelle echt. Wahnsinn. Darauf komme ich gerade gar nicht klar. So, jetzt sind wir schon in den letzten 14. Aber wie gesagt, ich will das Video auch nicht unnötig zu lange jetzt für euch ziehen. Aber ich weiß, ihr wollt natürlich, dass ich versuche, den Epischen zu holen, richtig? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber vielleicht finden wir ja noch eine mythische Kiste, wenn wir ja eh gerade dran sind. Ich wundere, dass hier keine Gegner sind.
Aber so gar keine. So, wenn wir jetzt wirklich mal ein bisschen mehr spielen, dann müssen wir doch mal ein bisschen Blue Life mitholen. Ich dachte gerade, er hätte abgebrochen. Das wäre es nämlich wieder komplett gewesen. Ah, ich glaube, das ist Nachbargebäude. Ich weiß, dass sie da an der Theke ist, aber ich hätte jetzt schwören können, da war noch einer unter der Rippe. Ganz seltsam angehört. Vor allem hier sind halt so viele Kisten. Also hier muss man eigentlich jede Runde eine mythische Kiste finden. Ja, man kennt es. Als ob ich als erster Spieler alles durchsucht habe. Ich habe eigentlich so gut wie nichts durchsucht. Ja, diese Lex, gell, ihr seht es ja selber. Ja, Gegner ist definitiv jetzt einer hier. Müsste eigentlich anfangen, Fallen zu platzieren, ne? Lass mal die Kiste mal. Da habe ich mir die Kiste kaputt gemacht. Diese Lex, ich könnte schwören, der Gegner ist hier irgendwo, gell? Schauen wir doch lieber die mit. Ach, da ist er. Wo kommt er denn her? Das war's ja mal komplett. Dieses Gelecke. Einfach hier abwarten. Er rennt wirklich in die Falle rein, ey. Oh Mann, ey. Das war sehr komplett mit dem, ey. Gott, der arme Kerl, ey. War ja schon mehr als fies. Also ein bisschen Blue Life wäre natürlich schon nicht schlecht. Blöd, da wurde doch gerade abgebaut, oder nicht?
So Leute habe ich ja schon überhaupt keinen Nerv, gell? Einfach mein Türmchen. Das wird, glaube ich, wieder ein ganz langes Video. Aber auch nur, weil ich kurz vorm Epischen eventuell bin. Ich habe die Schritte gesehen vor mir. Ich glaube, er ist noch weiter weg. Ja, seht ihr diese Lags? Was soll ich da machen? Der war doch da, oder nicht? Der stand doch da oben, oder nicht? Bin ich blöd? Oder habe ich mich so verguckt wegen dem Baum? Ich glaube, das war echt nur der Baum. Wieder am Lecken wie die Sau. Von wo kam der? Setup. Komm her. Gott, er ist ganz da hinten. Ist der Gegner hier überhaupt noch da? Oder ist das der, der da durchgezogen ist? Ist mir klar, ja, ich will nur hinter die Barriere hier. Wieso habe ich keine Netz mehr? Ohne Worte. Aber danke, dass ihr so lange da geblieben seid. Aber das war's dann am Ende wieder komplett. So sehen bei mir Solo-Runden aus. Immer kurz vom Ziel. Und in dem Sinne, jetzt haut rein.